Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine kleine süße Geschenkkarte bastelt. Und zwar ist in dieser Geschenkkarte eine Blume, die wo sich öffnet. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie ihr die Blume faltet. Dazu braucht ihr 6 Blatt Origami-Papier. Und zwar 10 auf 10 cm. Als allererstes nehmt ihr ein Blatt und knickt es einmal in der Hälfte. Dann die andere Hälfte. Dann öffnet es wieder und dann faltet diese Ecke bis in die Mitte, gegenüberliegend das gleiche. Nun müsst ihr die Ecke bis zu dieser Falte knicken und dann bis zu dieser Mitte durchziehen. Das gleiche auf dieser Seite. Nun legt diesen Teil nach oben und faltet alles nochmal zusammen. Nun kommt diese Ecke zu dieser Ecke rauf. Und dann Kante an Kante zurück. Hier das gleiche. Ich helfe dir immer gern mit dem Fingernagel nach, damit das sauberer geknickt wird. So, dann öffnet ihr das ganz leicht und biegt diese Hälfte nach unten. Dann nehmt ihr das obere Blatt und biegt alles so und haltet das hier dann fest. Dann könnt ihr hier mit dem Finger reingehen und das aufmachen. Einmal so knicken, hier das gleiche. Rein. Knicken. Und wenn ihr das habt, müsst ihr nur noch einmal so umbiegen. Und fertig ist die erste Blüte. Das Ganze müssen wir natürlich kleben. Klebt hier etwas Bastelkleber drauf.
Das gleiche macht ihr mit den anderen 5 Blättern auch. So, und wenn ihr das Ganze gefaltet habt, dann müsst ihr das bloß noch zusammenkleben. Und zwar werden immer jeweils 2 an diesem Dreieck oben zusammengeklebt. Sollte alles möglichst gerade sein. So, wenn ihr das Ganze geklebt habt, dann könnt ihr das entweder als ganze Blume hernehmen. Dazu klebt ihr dann die letzten 2 auch noch zusammen. Oder ihr macht einfach so ein kleines Kärtchen draus. Und zwar habe ich mir für diese Kärtchen aus einem dicken Bastelkarton 2 Streifen runtergeschnitten, 8,5 cm lang und 5 cm breit. Dann habe ich hier noch ein paar Kanten mit reingeschnitten und mit einem Stanzer Löcher reingemacht. Und hinten habe ich dann nochmal so Designpapier drüber geklebt, damit das Ganze ein bisschen schöner ausschaut. Jetzt klebt ihr auch wieder dieses Dreieck. Das zeige ich hier mal. Und klebt das Ganze hier so parallel fest. Das gleiche mache ich mit der gegenüberliegenden Seite. Und wenn ihr das jetzt öffnet, dann erscheint eine süße Blume.